Na gut, das klingt praktisch. Scheint sich um einen recht unkomplizierten Einbruch zu handeln, der für mich leicht auszuführen sein müsste. Ich nehme diese Herausforderung an. Wenn es leicht auszuführen ist, warum ist es dann eine Herausforderung? Ah, diese Übersetzung. Na gut, sie wird meinen Stand innerhalb der Gilde verbessern. So ist's recht. Da wir nun eure Zustimmung haben, stehen wir ganz zu eurer Verfügung. Ihr könnt von allen Einrichtungen der Gilde nach Belieben Gebrauch machen. Lasst die anderen Mitglieder von eurer Anwesenheit wissen. Sagt ihnen, dass ihr meine Erlaubnis habt. Dann lauft ihr nicht Gefahr, dass sie euch beim ersten Anblick töten. Für eure Mission habt ihr einen 10-Tag Zeit. Au. Okay. Von meinen Kundschaftern weiß ich, dass die Übergabe der Zauberelemente an die Herzogin heute in 10 Tagen im Haus des Oberon erfolgen wird. Euch stehen also mehrere Möglichkeiten offen. Ihr könnt eine der beteiligten Parteien unmittelbar dazu überreden, euch die Dinge auszuhändigen, oder ihr könnt sie ihnen unter der Nase wegstehlen. Viel Glück. Oh weia. Also, dass da eine zeitliche Begrenzung dranhängt, wusste ich nicht. Müssen wir mal schauen. Tut mir leid, aber ihr müsst sterben. Nee, wir müssen nicht sterben. Wir haben gerade gehört, dass wir nicht sterben müssen hier drin. Lasst mich in Frieden. Wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Ich bin ein Gesandter der mächtigen Nation von Halrua. Und wenn euch euer armseliges Leben lieb ist, dann geht mir schleunigst aus dem Weg. Na gut. Was können wir denn hier in der Diebesgilde so Schönes machen? Er meinte, uns stehen alle Räumlichkeiten und so weiter zur Verfügung. Also gehe ich davon aus, dass es hier auch Händler und vielleicht den einen oder anderen Zauberkundigen gibt. Ich wollte gerade auf ihn losgehen, da lässt er die Beute fallen und rennt davon. Ja, ich weiß schon, wer ihr seid. Die neuen Kollegen, will ich vermuten. Keine Ahnung, was das nun wieder soll. Es gibt hier mehr als genug Leute, die ihr Diebeshandwerk von der Pike auf gelernt haben. Alatos bräuchte sich nur mal umzusehen. Ich wäre dafür, dass wir erstmal einen kleinen Test mit euch machen, bevor ihr hier irgendwelchen Unfug anstellt. Wie sieht's aus? Ich nehme keine andere Aufgabe an, solange ich für Alatos arbeite. Ich erledige immer nur eine und diese richtig. Ja, vor allem, weil wir ein Zeitlimit haben. Ne? Irgendwann baut man sowieso am Galgen. Ein bisschen später, wenn man es geschickt anstellt, ein bisschen eher, wenn nicht. Wollen doch mal sehen, was du drauf hast. Wir haben doch gerade gesagt, dass wir keinen Auftrag annehmen wollen. Du kommst heute und morgen Nacht mit uns mit und zeigst, was du kannst. Kannst dir damit ein bisschen Respekt bei der Gilde verschaffen. Blindes Vertrauen ist bei uns nämlich nicht angesagt. Also, wie sieht's aus? Das ist echt komisch. Also wir haben jetzt genau wieder diese Antwortmöglichkeiten, die wir vorher hatten. Dann sage ich wieder, ich nehme keine andere Aufgabe an, solange ich für Alatos arbeite. Ich erledige immer nur eine und diese richtig. Ich muss doch bescheuert sein, mich mit dir rumzuschlagen. Wir blasen die ganze Sache ab. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Was bist du? Ihr seid wohl Rülps, die neuen Söldner, die Latos angeheuert hat. Ich bin Hussam. Hab ziemlich viel von euren Heldentaten gehört, Hicks. Da habt ihr dem Eisenthron ganz schön eingeheizt, Zappalot. Ich würde mich gerne ein bisschen ausführlicher mit euch unterhalten. Was haltet ihr davon? Okay, was habt ihr zu sagen? Ihr seid die Söldner, die sich mit dem Eisenthron angelegt haben, stimmt's? Nun, ich heiße Rülps Hussam und ich bin ziemlich gut informiert über euch. Er wiederholt sich auch, Hört mir mal gut zu, was ich euch jetzt zu sagen habe. Wisst ihr was? Ich hasse den Eisenthron. Der hat mich um meinen Laden gebracht und um mein Geld und um meine Frau noch obendrein. Rülps, Entschuldigung. Jetzt habe ich nichts mehr außer diesem Fusel hier. Wenn ich denke, dass ich mal für diesen Sauhaufen gearbeitet habe. Fahrt fort. Worüber wollt ihr mit uns reden? Also, ich wollte mit euch über den Eisenthron reden. Ich habe für diese Schweinebande gearbeitet und ich weiß, Hicks, alles darüber. Fragt mich, was ihr wissen wollt. Okay, Hussam, wer sind die Anführer des Eisenthrons? Die Anführer des Eisenthrons, ha! Da wäre erstmal Rielta Kottaschk. Okay, Rielta, den Namen haben wir gehört. Das ist der Obermotz. Den haben die Ober-Obermötze drunten in Sembia geschickt. Okay, also mit denen werden wir wohl erstmal nichts zu tun haben. Auf seinem Mist ist die ganze Operation gewachsen. Dann sind noch die beiden anderen Typen, Brunos und Taldorn.
Von denen haben wir noch nichts gehört. Brunos ist ein großer, dämlicher, versoffener Halborg, der die ganze Zeit kotzt, weil so ein Mischling wie er halt keinen Suff verträgt. Taldorn ist eine Schwuchtel. Oh, ja. Und fast hätte ich ihn vergessen. Sarevok, den Sohn von Rielta. Richtig fieser Typ, der. Okay. Zwei neue Namen. Das ist schon mal gut. Reicht euch das, Leute, oder wollt ihr noch mehr wissen? Wie sehen die Pläne des Eisenthrons aus? Die Pläne des Throns. Also die wollen Geld scheffeln, die Gierhälse. Nix als Geld. Aber eins weiß ich, die Anführer, die drei ganz großen Tiere, die gehen nach Kerzenburg. Jawohl, da passiert was ganz Großes. Röps, was richtig Gigantisches. Nach Kerzenburg? Okay. Ich bin jetzt müde, muss nach Hause gehen, schlafen. Wenn ihr mich mal wieder braucht, ihr findet mich in der Taverne Elfgesang. Macht's gut. Nach Kerzenburg wollen sie. Na gut, erstmal müssen wir uns hier umgucken. Also in Baldurs Tor. Was sie hier vorhaben. Aber unser nächstes Ziel scheint ja wohl echt Kerzenburg zu sein, wo wir herkommen. Black Lily. Hier geht die Welt unter, als dass ich nicht habe, was ihr braucht. Okay. Den Tag, an dem ich einmal nicht das habe, was ihr braucht, den wird es niemals geben. Sofern jedenfalls der Preis stimmt. Was darf's denn heute sein? Denkt dran, Kredite gewähre ich nicht und ohne Bargeld gibt's hier gar nichts. Schon gar nicht für Rekruten. Ah, noch ein Händler. Okay. Aber nichts wirklich Interessantes. Naja, doch ein paar Tränke könnten wir uns noch holen. Also Schnelligkeitstrank, die sind praktisch. Magieabwehrtrank kostet ganz schön viel. 50%iger Widerstand gegen Magie. Und dann noch Meister Diebeskunst für Immolen. Schlösser öffnen, Taschendiebstahl plus 40%. Man weiß ja nie, ob man das mal machen muss. Vor allem, wenn wir jetzt den Auftrag für die Diebesgilde hier angenommen haben. Sollten wir auch gut in den Diebeskünsten bewandert sein. So, da geht's auch raus. Und da geht's auch raus. Wer bist du? Niemand. Und da geht's gar nicht runter. Das sah irgendwie so aus. Komisch, komisch. Na gut, dann mal raus hier. Immerhin ist langsam. Hat den Beiwandkopf noch. Hat noch jemand einen? Ja, du. So. Und raus hier. Also 10 Tage Zeit haben wir. Wir wissen noch nicht mehr wirklich genau, wohin sollen. Also. Ich soll in das Anwesen von Oberon eindringen und diverse magische Bestandteile von drei Töchtern von Chandala stehlen. Das Anwesen von Oberon. Und wo ist das? Ich brauche ein Zauberbuch, eine Statue sowie ein Fragment eines mächtigen Artefakts. Ja, und er hat mir nicht gesagt, wo das Anwesen ist. Solche Aufträge liebe ich. Aber es scheint ein großes Anwesen zu sein. Gucken wir mal auf die Karte. Das da ist ja wohl das Größte. Das wird wahrscheinlich dem Herzog gehören. Und sonst, ja. Können wir blind mal rumwerfen. Da oder da oder da. Na gut. Ich schaue erstmal danach, ob das wirklich das Anwesen von dem Herzog ist. Oder vielleicht das vom Oberon. So, dann gehe ich mal da die Karte raus. Wenn das denn geht. Nee, da ist eine Stadtmauer. Also da raus. Also das Haus von Oberon. Drei magische Artefakte, die von drei Töchtern beschützt werden. Wir sollen sie aber überzeugen können, uns die Artefakte zu geben. Ich meine, Gerogon hat 18 Charisma und wir haben einen heldenhaften Ruf. Das müsste doch machbar sein, oder? Na, schauen wir mal. Erstmal müssen wir uns hier durchschlängeln, da raus.
Und dann die Karte im Norden verlassen. Geron kann sich hier schon mal so lange ein bisschen umschauen, während der Rest nachtzieht. Ihr solltet den Schneider wechseln. Was ist das hier für ein Gebäude? Kleider sehen einfach entsetzlich aus. Haus von Ragefast. Das ist natürlich praktisch, wenn die Leute ihre Häuser markieren durch Schilder. Alle hier hin. Was haben wir hier? Könnt ihr mir einen Moment zuhören? Okay. Bitte, würdet ihr mir einen Moment zuhören? Mein Name ist Vasi und ich habe gehört, dass ihr manchmal Menschen in Not helft. Natürlich für ein Entgelt. Bitte würdet ihr euch mit meinem Herrn in seinem Haus treffen? Mein Herr wird euch dort erklären, was zu tun ist. Bitte, es geht um Leben und Tod. Eigentlich haben wir was Wichtiges zu tun, aber na gut, 10 Tage ist eine lange Zeit. Geht voran, ich werde euch folgen. Oh, ausgezeichnet. Vielleicht kann ich doch noch den Schaden, den ich angerichtet habe, wieder gut machen. Hier entlang, ich zeige euch das Haus, in dem mein Herr wohnt. Direkt nebenan. Gut. Alle Mann dahin. Speichern wir mal kurz ab. So, LP54. Kommt mal alle. Mal gucken, was der Junge da ausgebrochen hat. Ja? Komische Tür. Ich kann nichts tun, aber ich muss etwas tun. Oh, ein Franzose. Trimmer Beldear. Ich kann nichts tun, doch ich muss etwas tun. Es ist ein Wagnis und ein Wagnis ist alles. Vasi, wen habt ihr denn hierher gebracht? Ich habe euch gesagt, dass ich allein mit meinen Gedanken sein will. Also Vasi ist wohl der kleine Junge. Euer Verstand weiß es, ebenso wie ich es weiß. Ihr könnt es nicht verleugnen, wir brauchen Hilfe von außen. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass diese Gruppe ausgesprochen gut sein soll. Okay. Also gut sind wir und gut wahrscheinlich auch, aber... Erst müssen wir wissen, worum es geht. Später könnt ihr mir erzählen, wo ihr solche Sachen aufschnappt. Ja, da hängt bestimmt immer in Tavernen rum und so, ne? Für den Moment jedoch habt ihr recht. Wir brauchen Hilfe. Und keiner vom Klerus darf davon wissen. Ich grüße euch alle. Ich bin der oberste Priester Trimmer Beldear. Ein bescheidener Diener unseres lächelnden Thymora. Meine Bitte an euch ist sonderbar und sehr gefährlich. Ich werde euch nicht darauf drängen, wenn ihr sie als zu waghalsig betrachtet. Damit will er uns bestimmt noch ködern, um das Ganze interessanter zu machen. Ich möchte, dass ihr das Haus der Wasserkönigin betretet und den Leichnam meines Sohnes holt. Hä? Er und Vasi haben eine ihrer rastlosen Natur freien Lauf gelassen und sind in diesen Ort eingedrungen. Dafür mussten sie teuer bezahlen. Wir dachten, es wäre ein Spaß, ein bisschen Unruhe unter den Untertanen von Amberley zu stiften. Aber als wir erwischt wurden, war es dann nicht mehr spaßig. Wir sind beide gerannt. Ich bin entwischt, Kasson nicht. Sie töteten ihn, als wir versuchten zu entkommen. Eine harte Strafe für einen einfachen Streich. Ja, da hat er wohl recht. Aber das rechtswidrige Betreten eines heiligen Ortes, welches Glaubens auch immer, ist kein geringfügiges Verbrechen. Ihr müsst seinen Leichnam zu mir bringen, damit ich ihm das Leben zurückgeben kann. Wenn ihr ihn mir bringt, werde ich euch belohnen, gleichgültig, ob ich ihn wieder zum Leben erwecken kann oder nicht. Was sagt ihr dazu? Also Amberley ist nicht gerade die netteste Göttin. Also, aber so oder so, er hat schon recht. Egal welche Religion es ist, man sollte nicht eine Kirche oder was auch immer entweihen. Und wenn wir als Abenteuertruppe da reinpurzeln und einfach irgendwelche toten Jungen mitnehmen, fragen wir immer erstmal, warum er es selber nicht macht. Ihr seid ein so bedeutender Mann. Warum organisiert ihr nicht eure eigene Tempelbruderschaft, euch zu helfen? Eine kluge Frage. Der Hohepriester Chantalas hat entschieden, dass Kasson das Risiko wissentlich auf sich nahm und sodann das Schicksal seinen Lauf nahm. Da Thymora die Dame des Glücks ist, müssen wir dieses Schicksal offiziell akzeptieren. Ich bin jedoch anderer Meinung. Ja, verständlich, du bist auch sein Vater.
Obwohl Kassan ein Wagnis unternahm und versagte, kann ich doch keinen Grund finden, warum wir nicht das Risiko eingehen sollten, ihn zu retten. Für mich macht es keinen Sinn, dass Timora ihren Dienern die Kraft zugesteht, Tote zum Leben zu erwecken, wenn die Anwendung dieser Kräfte sie erzürnen würde oder dies eine Einmischung in das Schicksal anderer wäre. Nun finde ich mich in einer Position, in der ich gegen die Wünsche meiner Kirche handeln muss, jedoch nicht gegen den Geist dieser Kirche. Ich glaube, er legt es ein bisschen zu sehr zu seinen Gunsten aus, aber gut. Es scheint mir, dass sie mehr darum besorgt sind, nicht den Zorn der Anhänger der Göttin Umbali auf sich zu lenken, was auch verständlich ist, weil wie gesagt, die sind nicht gerade die nettesten, als dem Abenteurergeist zu folgen. Ihr mögt den Klerus der Kirche verärgern, wenn ihr mir helft, doch ich glaube, dass Timora uns mit dem Wohlwollen betrachten wird. Ja, es ist auf jeden Fall eine gerechte Sache. Und eine gerechte Sache ist wichtiger als irgendwelche Vorschriften.